So, Leutlein, was haben wir heute wieder am Programm? Heute haben wir die neue Husqvarna-Motorsäge am Programm mit Sicherheitsstiefel und ein bisschen Zubehör. Schauen wir mal, was haben wir auf da, die ganze Glitscherie. Kleiner Ausblick. So, na, schauen wir da mal, was da ist. Sesam, öffne dich. So. Sehr gut. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Und da haben wir unsere Sachen. Motorsägestiefel und ein Leiberle haben wir da. Okay. Wenn wir das einmal umgetragen. Ah, herrlich. Wie Weihnachten. Und das im Sommer, Ende Sommer, 1. September haben wir heute 2021. Da haben wir sogar den neuen Katalog 2021 und das sind nochmal die Stiefel. Also. Jawohl, sehr gut. Da haben wir auch noch ein Leberle dazu gehandelt. Das haben wir dazu gehandelt, ein Leberle, gell? Und jetzt gehen wir noch die Sagle holen. So. Da ist es. Die neue Husqvarna. Ich sehe nicht. Die Kenner werden schon wissen, was das ist. Kenner werden es wissen, ja. So, machen wir da noch dazu den Sesam. Einmal, zweimal. So, dann gucken wir mal. Was ist da drinnen? Das ist jetzt nicht die Husqvarna 550 XB Mach Du, sondern das ist die normale Husqvarna. Das alte Modell, letztes Mal 2021 und das ist glaube ich 2017 oder 18er Modell, was das ist. Das war Lagerbestand, Restbestand und den habe ich zugeschnappt da. Auf da. So. So, mal da ist. Darin ist sie. Original verbockt und nigelnagelneu. Ungebraucht. So. Das tun wir da hier einmal. Husqvarna 550 XB. Viele mögen sie nicht, weil sie sagen, sie soll, naja, heiß werden und. Das werden wir natürlich testen und schauen. Weil nicht immer alles, was neu ist, heißt, dass es auch gut ist. Was haben wir da? Da haben wir so einen Schutz. Da die Ketten, ein Öl haben sie mir auch dazu gegeben. So, noch einen. Da ist das Schwert drinnen. Okay, Schutz und da ist noch, ja, Schlüssel. Passt. Wobei wir das jetzt alles einmal nicht brauchen, gell? Das tun wir mal, ja, lassen wir es da, ist ja wurscht. Das brauchen wir mal nicht. Das ist für den Winter. Das Luftrettiketten, ja. Schwertschlüssel tun wir das einmal her. So, was haben wir da noch? Aha, da noch ein Label dazu getandelt. Weil das Lagerhaus bei uns hat zugedraht und den Standplatz verlängert und da haben sie nachher gewisse Sachen, Restbos, was noch Lagerbestand war, umgelegen ist, bla bla bla. Weil die ist ja definitiv alt. Wo steht denn das? Mal sieht man da auch schon das Datum drauf.
Was ist, dürfte ein 18er oder ein 19er Bäuer sein, so irgendwas. Auf jeden Fall nicht die Mach 2, gell? Von der alle so schwärmen. Aha, das ist so ein paar Salonohren. Passt auch. So, tschüss, noch einen Kaffee trinken, damit zum Munter werden. Heute haben wir frei. Dann werde ich da auch aktivieren, gell? Und klack. Gehst du? Hetzer. Jawohl, dann haben wir da gleich zwei Videos. Weil ich wollte das, ich habe da ein Bammle gehabt zum Schneiden. Also ein Roten, der mal hinwahren ist. Da. Und wir haben mit der alten Sack geschnitten. Und dann dachte ich, das passt ganz genau zum Probieren. Am Anfang. Ja. Zum Probieren am Anfang reicht das da mit der. Ja, der hat das mal abgediert. Da ist der Käfer drinnen. Den habe ich mir nicht sorgen, Burschen. Ja. Und deswegen. Das Öl passt. So. Jetzt gucken wir mal. Das Schlupperwerkzeug da, was ich da immer dabei habe. Das ist zum. Den wollte ich gar nicht, das wird da verschließen. Schwert. So. Das Ketterle. Die neue Mach du heute das X-Cut-Schwert, von denen auch alle natürlich schwärmen. Das ist wie gesagt das alte Modell. Das neue soll ja. Ist kein Facelift, sagt Husqvarna. Das will es nicht hören, Husqvarna Facelift. Das ist komplett überarbeitet, hat es quasi 60-70% der Teile sind neu. Ja, das kann man natürlich schön reden auch. Gell. Ich will jetzt da nicht gegen Husqvarna reden. Ich habe sehr viele Sachen von Husqvarna. Motorsensen, Blattgebläse, Rosenmäher und. Heckenschere habe ich von Stiel. Die große HS86R oder wie sie heißt. Und auf jeden Fall haben sie gesagt, da sind 60% der Teile überarbeitet. Und dass das natürlich alles neu sein soll, dann sage ich, da habe ich gedacht, okay, wenn sie meinen. Ja, soll es so sein. Aber was ist großartig gemacht worden, haben sie gesagt, der und der sollen gleich groß sein. Da oben die Lufteinlässe sind jetzt nicht nur vertikal, sondern horizontal eben auch. Ja. Dadurch soll sie mehr Luft kriegen, weil das Problem bei der war, wenn sie an ihre Grenzen gekommen ist, dann ist sie eben heiß geworden. Gell. Hat sich abgeschaltet, hat sie den Dekompressor hat die neue Annehmer. Das haben sie sich gespart, das haben sie gesagt, das ist für die nächst größeren 560er oder was, die brauchen sie wieder zum Ziehen. Das ist links, ja, die Griff, dann haben sie da bei der neigen Mach du eben auch das Englosen da, die Fellhilfe. Was haben sie noch anders? Ja, das Kurbelgehäuse vom Auspuff ist da auch getrennt. Das ist gleich, das ist keine Neuerung für mich. Ja. Im Gegenteil, ich sage einmal so, die ist am Papier schon schwerer. Also klar, dass die neue nachher besser ist. Aber das schreiben sie auch nicht dazu, dass die neue Mach du schwerer ist und von den Dezibel her lauter ist auch, gell, Freunde. So ist es wieder nicht. Gell. Ich will jetzt da nichts, ja, irgendwie, kann nichts beurteilen. Ich kann auch nur den anderen nachreden. Ich kenne sehr viele, ich habe selber schon eine gehabt von den gebrauchten, ist auch gut gelungen. Sie hat, ja, einmal beim Schneiden, wie gesagt, hat sie es auf einmal aufgehört, wie wenn sie keinen Funk mehr gehabt hätte. Aber die war auch schon uralt, gell? Die, was ich gehabt habe, die 560, also eine von den ersten gewesen. Die hat damals 150 oder was Euro gekostet. Und ja, ist viel Geld, aber das ist auch ein Profigerät, gell? Überall wo XP draufsteht, das ist ein Profigerät, gell? So, da haben sie eine Transportsicherung drinnen, okay. Ja. Jetzt werden wir da einmal
Da müssen wir sehen, Spoiler. Schauen wir mal Schweden. Sieht ich jetzt nicht. Muss ich noch das Licht aus. Nagelneu, gell? Schwertalle. Ja. So, jetzt müssen wir mal die Kettenfind ausfuddeln. Dann schauen wir mal. Verkehrt. So Kerze. Ah, nein. So, starten wir also jetzt einmal nicht. Jetzt ist gerade die Mittagszeit. Und ja. Das werde ich anders mal probieren. Ich will jetzt auch nicht das Inkasso 0815 Benzin oder was eh nicht tun. Das habe ich jetzt auch nicht vor. Aber wie gesagt, ich werde gleich mal da hinten beim Baumlern nachher ausprobieren zum Schneiden. Sie tut ein bisschen mal einen Tank einlaufen lassen. Und nachher. So, das ist jetzt gleich einmal pro forma. So. Na. Ja, was ist da los? Da sind die Bremsen drin. Das sind jetzt die Metallern, die kann man nicht mehr verlieren, gell? Das haben sie auch gut gemacht. Nein, die müssen nicht mehr schieben. Jetzt halten wir den Gurm noch. Das bleibt mit einer Hand arbeiten. Ja. Achso, sehe ich schon. Kettenspanner, kehrt hinter. Jetzt schon. Geht der wohl. Das ist, wenn man das erste Mal aufhört, den Schatz, gell? Dann kommt das raus. So. Passt, das lassen wir mal. Das tun wir dann mal so lau beim Anziehen. Die Kalle wieder auf. Ja, wie gesagt, der ist genauso schon nach hinten geneigt. Oben haben sie bei den Neigen noch eine Kühlripperler mehr. Der soll da anders sein, haben sie gesagt. Ja, der hat da jetzt einen Gummilasch, nur dass da kein Dreck reinkommt. Also diese 60%, was sie gesagt haben, was sie in den Neigen gemacht haben, gell? Das Füllnei, das ist, weil das Rot nicht erfinden. Ja, weiß ich nicht. Gell? Also wir haben immer die. Davor hat immer die XP gehabt. Ja. Waren super Sagler. Ja. Bin gespannt, wie der wird. Ja. Ich bin jetzt nicht so der. Eher der Hobbyschneider. Ja. Aber ich gesagt, bevor ich mir irgendein Klump kaufe, irgendwas noch nehmen, kaufe ich mir gleich was Gescheites. Ich habe das auch für relativ ziemlich kurz sagen, um einen halben Preis gekriegt, was das neu gekostet hat. Zehn Bleiberle dazu. Und ja. Aber Freude, habe echt Freude. So, jetzt müssen wir mal Kaffee trinken, nur kurz. Das Werkzeug leider. Schließ alle. Kettenschutz tun wir auf. So, und jetzt schauen wir mal zu den Schuhen. Freunde, mit dir will ich mich auch ganz eine große Freude. Ich habe wohl alte Chair Flummer, nein, die schnappe ich mir noch.
Weil wie gesagt, das war Lager abverkauft, die sind abgehaust. Das in St. Veit haben sie zugedreht. Und die haben noch die Geld. Ja. 44er. Das taugt man, wir haben so ein Kugellager da drinnen. Sieht man das? Da. Super Schuhe. Aufmachen. Mal umprobieren auch den Burschen. Nichts drinnen? Ah, da ist was drinnen. Ja. Super Schuh. Vom Design her gefällt er mir gut. Er ist jetzt nicht so der plumpe, schwere Schuh. Das ist für mich das Wichtigste da vorne. Ja. Das sind einige, bei einigen Schuhen schlecht verarbeitet oder die haben das gar nicht da, diesen Gummischutz da vorne drauf. Ja. Auf das war mir das Allerwichtigste. Und da die Naht. Ja. Gutes Leder, dickes da hinten auch noch einmal. Gutes Leder. Es hat den glaube ich in Schwarz auch noch gegeben, wie mit alles täuscht. Schauen wir mal. Wo ist er denn? Ah, das ist schon der nächste, wäre schon der höhere. Ich hab die Stiefel, den hab ich vorne verstärkt, ja genau. Wasserabbrechendes Material. Und was habe ich da noch gehabt? Ah, das Leberle, genau. Den Kanister, den hab ich auch. Akupatit dürfte auch nicht so schlecht sein, aber einmal, das würde mich einmal interessieren zum Probieren. Ah, das Leberle ist da hinten. Da ist das Leberle. Das Langarm, genau, ja. So, 2021, gell. Also, wir noch einmal wollen da. Da haben wir die gestrige Zeitung. Es ist der 30. August, nein, vorgestern ist das, 21. Und heute haben wir den 1. September. Ab heute geht nichts mehr rasen mit den Boliden, mit den Dicken. Ja, sind die Strophen aufgeschnolzen. Die Burschen. Der Staat braucht Geld.